Hey, hey, Sportsfreunde. Geil, dass ihr am Start seid. Ich bin mega hyped, denn es geht auf meinen ersten großen Bike-Trip in diesem Jahr. Als erstes machen wir nach Brandnertal, Burning Tail, ab nach Österreich. Das Auto ist gepackt, wir haben die Bikes am Start, komplett voll, wir haben richtig Bock. The Mo ist hinter der Cam und jetzt fahren wir los. Also, let go! Woo! Cheers, guys! Dementsprechend ging es nun für uns in Richtung Alpen. Zunächst ging es am wunderschönen Bodensee vorbei und insgesamt hatten wir von Freiburg aus eine Fahrt vor uns von ungefähr 3,5 bis 4 Stunden. Die Fahrt war wirklich sehr angenehm, wir hatten keine Probleme auf der Autobahn und haben uns abends dann nach der Ankunft noch etwas Kleines, aber Feines zu essen gemacht. Für den nächsten Morgen aber sollte uns schon etwas ganz Übles grauen. Und wir haben einfach vergessen, die Sachen ins Auto zu tun vor lauter. Oh je. Ja, gute Morgen. Es ist der Tag hier in Burning Tail, Brandnertal. Wir haben uns gerade ready. Regenjacke ausgepackt. Boden ist richtig geil. Ja. Putz mir noch die Zähne und dann geht's ab aufs Moped. Woo! Nachdem wir dann beim Ticketshop uns eine 3-Tageskarte gezogen haben, welche bei 107 Euro liegt, eine Tageskarte liegt bei 42 Euro, ging es dann runter an den untersten Lift, der quasi beim Bikeshop bzw. auch beim Tickethäuschen losgeht. Ging dann hoch zur Mittelstation und rein in den ersten Trail auf den roten Verbindertrail bzw. die Freeride Line, welche wir aber nur kurz angeschnitten haben, um zum nächsten Lift von der Mittelstation ganz hoch auf den Berg zu kommen. Wie gesagt, nur nach dem kurzen Trailstück von der Mittelstation hoch zum Gipfel des Berges und wartet mal jetzt auf diese Aussicht ab. Wow! Boah! Yeah, boy! Somit ging es nun in den ersten Trail des Tages, die Charlie Chaplin Line. Ein roter Jump- bzw. Flow-Trail mit kleinen, aber auch richtig großen Sprüngen. Aber im Endeffekt kann da jeder Anfänger, aber auch wirklich jeder Profi drüber heizen, seinen Spaß haben. Die Strecke ist perfekt geshaped, also sie hat einen schönen Fluss, kleine Wellen, große Sprünge, man kann auch mal was doublen oder trippeln. Und genau, ich wünsche euch einfach super viel Spaß mit der Fahrt jetzt. Ich hoffe, ihr könnt sie genauso genießen wie ich in diesem Moment. Und viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann unten für den nächsten Trail. We'll be right back.
Die Strecke ist so geil. Am Ende des Charlie Chaplins kommt man auf der Mittelstation raus, wo man dann wieder Richtung Tal gehen kann. Wir sind die rote Freeride Richtung Jim Beam, eine schwarze Jumpline im unteren Teil dann gefolgt und wollten diese mal ausprobieren. Ist relativ kurz, aber ziemlich große Sprünge. Würde für Anfänger oder Amateure empfehlen, das einfach mal langsam abzurollen und sich anzugucken, wie der Shape von den Jumps ist. Es ist ziemlich schnell und die haben schon ein paar Meter weiter auf jeden Fall. Sprungtechnik sollte man beherrschen, aber ansonsten Riesenspaß, Mods, Gaudi. Den ersten Tag im Bikepark Brandnertal haben wir abends beim wunderschönen Feuer ausklingen lassen, uns Pläne für den nächsten Tag gemacht und wie das dann ausgeht, ob wir heile geblieben sind, seht ihr in der nächsten Folge bzw. im Tag 2 unseres Bike Trips.